Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Projekt Baumstumpf. Freunde, wir stehen hier vor unserem Unimog, der hier so einsam und alleine mit dem Dolly steht. Den Dolly werden wir übrigens auch behalten. Denn wir haben uns in der letzten Folge die XXL Zeitraffer, haben wir uns ja was Neues gekauft. Da steht das gute Stück. Der alte Volvo-LKW. Ich habe mit dem jetzt schon mal 2 Container aus dem Wald gezogen. Das funktioniert wunderbar, solange man auf den Wegen bleibt. So wie mit unserem Unimog und so einfach quer durch den Wald. Ist ein bisschen schwierig, weil du bleibst halt am Baumstumpf verhängen. Und genau dafür brauchen wir jetzt eine Lösung. Schönes Gerät, macht Spaß. Wir brauchen aber den Skidder, Freunde. Wir brauchen den Skidder und den werden wir in dieser Folge auch benutzen. Heißt, wir gehen unter Forstmaschinen in Richtung des Gerätes hier. Und den werden wir uns jetzt kaufen. Konfigurieren und kaufen. So, BKT. Finde ich einfach hässlich, ne? Also, wenn man die Farbe ändern könnte, okay. Aber in Blau, muss ich sagen, gefällt mir gar nicht. Ja. Die Farben sind für mich halt das Problem. Okay, Schild, Standard. Getönt? Achso, nee, Scheiben, nicht Schild. Ja, ich bin immer für Standardscheiben. Ich mag die getönten Scheiben hier überhaupt nicht. Kaufen wir für 299.000 Euro. Damit haben wir immer noch 193.000 Euro auf dem Konto. Denn die nächste ganz große Investition, wir werden jetzt erstmal unsere Achterbahn komplementieren. Das heißt, dafür brauchen wir, glaube ich, noch 1 oder 2 Fabriken. Die könnten wir uns jetzt auch kaufen, aber das können wir auch in der nächsten Folge machen. Und dann habe ich auch noch was vor. Ich würde ganz gerne den hier, den wir jetzt haben, so ein bisschen mobiler einsetzen, sprich nicht nur im Wald, sondern der soll auch der werden, den wir denn benutzen, um zu pflanzen. Und den würde ich dann vor allem, wenn wir nicht pflanzen, würde ich dann ganz gerne beim Sägewerk stationieren. Und für im Waldeinsatz zum Beladen der Bäume würde ich mir dann zukünftig den etwas größeren kaufen. Der hat etwas mehr Reichweite, der wiegt eine ganze Strecke mehr. Also der wiegt, ein bisschen mehr. Der wiegt irgendwie 13 Tonnen oder so mehr. Das heißt, er kann auch ein bisschen mehr heben, wobei er natürlich auch einen dickeren Arm hat, mehr Reichweite und so. Auf jeden Fall, die mehr Reichweite gefällt mir sehr gut. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Wobei das auch tatsächlich sehr gut mit dem hier funktioniert. Aber warum die Reichweite nicht mitnehmen, wenn wir sie haben können? Ich meine, das Geld verdienen wir relativ schnell. Bevor wir das machen, Freunde, bevor wir das machen, möchte ich aber denn den hier kaufen. Mit denen hier können wir denn auch wirklich alle Bäume, die es gibt, fällen. Außer die Mammutbäume, die glaube ich nicht. Aber so grundsätzlich erstmal alles, was in den normalen Wäldern rumsteht, können wir mit dem hier fällen. Und ich glaube, das wäre denn auch eine sehr gute Investition. Ist alles noch hin? Vorher wird erstmal die Achterbahn komplimentiert. Ich sag mal, die fehlende Fabrik. Ich glaube, es ist nur noch eine einzige Fabrik, die uns fehlt. Die können wir uns schon leisten. Das machen wir aber später. Vorher müssen wir noch 2 Dinge machen. Und als allererstes, wir starten jetzt mit dem Skidder im Wald. Ist ein ganz schön großes Gerät, aber für 300.000 Euro erwarte ich vieles. Ich habe die Hardware-Kamera angeschlossen. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken. Okay. Oh, das ist aber ein brachiales Gerät. Okay, den steuere ich tatsächlich. Aha, okay. Okay, und mit dem machen wir das Schild vorne fest. Wofür man es jetzt braucht oder auch nicht braucht. Ist die Frage, kann man damit Mais schieben? Das wäre sehr interessant. Ja, ansonsten. Ne? Würde ich sagen. Oh. Die Innenansicht ist brachial. Freunde, unterstützt gerne das Video. Das würde mich mega freuen. Das wäre fantastisch. Und wir fahren mit unserem Gerät hier dann mal durch die Gegend, ne? Würde ich mal sagen. Let's go.
erstmal richtig hinsetzen, so ab in den Wald rein. Und ja, ich habe eine Lichtspitze von hinten. Ich habe jetzt hinten auf meinem Regal ein kleines Lichtle hingestellt als Lichtspitze. Dadurch heb ich mich vom Hintergrund noch ein bisschen besser ab. Ihr seht das Glänzen hier hinten an meinem Schreibtischstuhl. Auch die Joysticks hier, die sieht man ein klein wenig besser dadurch. Mal gucken. Ich werde das jetzt ein paar Mal machen. Mir gefällt es an sich sehr, sehr gut. Aktuell läuft das Ding mit Akku. Wenn wir es jetzt dauerhaft machen mit der Lichtspitze, dann, liebe Freunde, werden wir uns was Festes besorgen müssen. Mit richtig Strom. Also die Scheinwerfer, die ich jetzt hier habe, nochmal von hinten. So wäre denn der Plan. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir unseren ersten großen Haufen haben. Wir fahren mal aus der Außenperspektive. Weil ich hab halt schon einiges gefällt. Und dann hier überall. Oha. Das Schild muss nach oben. Und dann kommen wir hoffentlich hier auch einfach über die Baumstümpfe hinweg. Gerade so. Okay, wir suchen die ersten Bäumstämme, die ich hier überall hinterlassen habe. Mal schauen. Ich habe die immer so ein bisschen rausgezogen. Ah, guck mal, hier sind die am Wegrand. Weil wir relativ nah am Wegrand sind. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ich habe doch ziemlich viel gefällt. Ich habe doch auch nicht alles am Wegrand hingeschmissen. Wo ist das Zeug denn jetzt überall? Haufen gefunden! Oh je. Das müssen wir jetzt natürlich hier zu greifen bekommen. Das liegt alles kreuz und quer. Das ist natürlich nicht optimal. Wir versuchen jetzt mal ordentlich Bäume zu greifen. Normalerweise kann man damit natürlich eine ganze Menge rausziehen, weil der halt einen richtig dicken, fetten Greifer hat. Problem an der Geschichte ist, die liegen natürlich jetzt nicht als einen Haufen. Jetzt könnte man tatsächlich überlegen, das probieren wir jetzt einfach mal aus, ob wir das Schild einfach benutzen, das Schiebeschild hier. Und das so ein bisschen zusammenschieben. Das wäre natürlich fantastisch, wenn es geht. Vor allem, wir müssen die ein bisschen weiter rüberschieben insgesamt. Also bei dem hier Gerät hier macht es wirklich vor allem Sinn, aus der Außenperspektive zu fahren, weil, hier, guck mal, man sieht nichts aus der Innenperspektive. Cool wäre es natürlich, hätte er vorne auch noch eine Seilwinde. Oder hinten dran. Das wäre natürlich der absolute Kracher, weil das Ding wiegt ja auch einiges scheinbar. Also das Ding ist ja nicht so leicht. Dementsprechend könnte man damit, glaube ich, dann auch einiges rausziehen. So, wir versuchen uns erstmal klein mit dem, was hier ist. Ich bin ja wirklich gespannt, ne? Ich glaube, Abstand ist nie schlecht. Fahr noch ein bisschen vor. Zurück in dem Fall. Und dann schleppen wir das jetzt raus, oder? Oder wie? Ja. Leute, das ist ja fantastisch. Okay. Also, klar, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Wenn wir es gerade ablegen wollen, dann müssen wir es jetzt hier weiterziehen. Hier so. Und selbst dann, seht ihr schon, so richtig optimal ist es nicht. Aber wir machen jetzt hier einfach einen Haufen und der Rest wird in unser Volvo schon irgendwie richten. Vielleicht. Dann fahren wir jetzt wieder rein, ne? Und holen die restlichen Baumstämme raus. Und für die sich jetzt fragen, yo, wieso? Warum hast du es nicht wie vorher gemacht? Einfach die Baumstämme mit den Vollernter. Einfach. Sorry. Konzentrieren. Also, warum hast du nicht einfach mit einem Vollernter, wie sonst auch die Baumstämme, rausgezogen und da gemacht?
Einfach, weil ich möchte ja einfach weitere Maschinen ausprobieren, Leute. Ich möchte gucken, was kann man machen, was ist möglich mit den Maschinen, die wir jetzt hier bekommen haben. Ich finde, das hier ist eine brachiale, schöne Maschine. Ich möchte euch ein bisschen Abwechslung bieten. Und im Real Life würdest du halt auch nicht mit dem Vollernter, einen Baum nehmen, dann rausfahren, dann dort entasten, dann wieder einen Baum nehmen, rausfahren und entasten. Das machst du im Real Life ja auch nicht. Sondern du hast ja auch ein Gerät, was das zusammensammelt, am Weg sammelt und dort wird das dann endgültig für den Transport verladen. Das hast du im Real Life ja auch, ne? So. Dafür gibt es halt verschiedene Geräte. Wir nutzen jetzt zum Beispiel den hier dafür. Und das würde ich die jetzt ein bisschen besser ablegen, die ganzen Baumstämme hier. Dann wäre das doch echt eine coole Sache hier, glaube ich. Ich müsste die halt wirklich besser ablegen dafür und nicht so wie hier. Dann bringst du die, also ich weiß nicht mal, ob ihr die D-Max-Serie noch kennt, diese Holzfäller Extrem, da haben die die auch hier mit rausgenommen, dann haben die da abgelegt und dann wurden die hier mit so einem Greifer gestapelt zu einem ordentlichen Stapel oder in eine Hackschnitzelanlage reingestapelt und so weiter. Vorsortiert und dann wurden die abtransportiert, beladen und so. Ja. Einige Schritte davon werden wir jetzt überspringen. Sondern wir schmeißen die jetzt hier einfach so zum Verladen einfach hier hin. So habe ich mir jetzt beschlossen. Okay, dieser Drehkranz, der eigentlich kein Drehkranz ist. Oh. Aha. Ah ja, okay. Mhm. Also tatsächlich, wenn man die aufmacht, wir fahren mal eben raus. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wir machen mal zu. Verdrehen den. Machen wieder auf. Okay. Das funktioniert, aber wenn er jetzt von alleine sich dreht, also falls ihr versteht, was ich meine, wenn er jetzt durch die Baumstämme, die hinten dranhängen, sich von alleine dreht hier und man den dann aufmacht, dann schnellt der wieder in die Gerade zurück. Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Aber gut, dass man den hinten drehen kann. Das ist wirklich gut. So, wir nehmen jetzt nochmal eben hier die Baumstämme hier raus. Ah. Dass der hier vorne ist, das nervt mich, dass der vorne ist. Also, dass der hier vorne ist, normalerweise ist das hier der Main-Joystick, um Sachen hoch und runter zu machen. Bei dem hier ist es das Schild, was vorne ist. Und hier mache ich mit dem. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Leute, ich kann hier auch einfach die Baumstämme hochheben. Und so fliegen sie hinterher. So, und dann machen wir jetzt hier auf. Ja, läuft, ne? Läuft! Lübt, dat lübt. Und so holen wir jetzt mehr Baumstämme raus. Auch wenn unser Sammelplatz natürlich nicht so groß ist und niemand da ist, der uns das ordentlich wegsortiert, weil wir sind ja einsam und alleine hier im Wald. Ah, lustig. So, schnappen uns den einen Baum hier. Und fahren hier jetzt raus. Schön. Eigentlich wirklich ein schönes Gerät, muss ich sagen. Können wir den noch weiter drehen? Nee. Das Ding ist jetzt, wenn ich den jetzt aufmache, genau das mache ich. Jetzt schnellt der wieder zurück in seine Ausgangsposition, der Haken. Das gefällt mir tatsächlich noch nicht so. Gibt's da verschiedene Modis?
Nö, gibt keine verschiedenen Modis. Das ist natürlich schade. Okay. Genau. Dann würde ich sagen, mache ich mal weiter, ne? Holen wir jetzt mal eine etwas größere Masse raus. Wir haben hier ja ordentlich was liegen, ne? Gib mir den Stoff. Ah, wir werden fast alles verlieren. Yo. Alles klar. Versuchen wir mal. Auch hier. Ah. Wir hoffen auf unser Glück, würde ich mal sagen. So. Das Gute ist, wenn wir jetzt hier einfach überall einfach so hinschmeißen, können wir gleich mit dem Schild das alles einfach zu einem Haufen zusammenschieben. Das funktioniert ja. Aber jetzt nerv nicht, Baumstamm. Das kann ich auch mal eben schnell machen. Einfach zu einem schönen Haufen zusammenschieben. Zum Verladen. Was mich wirklich interessieren würde, ist, ob man mit diesem Schild vorne Mais schieben kann. Das wäre wirklich interessant. Das wäre wirklich interessant. Weil der wiegt ja auch bestimmt einiges. Ein bisschen tiefer. Guck mal, und so hast du das ganze Holz nah am Bagger. Also wenn das Schild vorne, wenn das funktionieren würde, damit Mais schieben, warum nicht, ne? Also könnte man ja mal ausprobieren, theoretisch. Oder ihr habt da vielleicht sogar Erfahrung mit, das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare, kennt ihr ja, ne? So, ich würde sagen, ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen Holz hier raus aus dem Wald. In der nächsten Folge werden wir uns mal unsere Metallschmelze angucken, was dabei rumgekommen ist oder ob was dabei rumgekommen ist. Denn sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Unterstützt gerne das Video, wäre fantastisch. Bis dann, danke und ciao.